Willkommen zurück bei den XCOM-Files. Wir haben ein mittelgroßes Raumschiff abgeschossen und haben hier noch eine fremde Lebensformmission und so eine blöde Geister. So eine blöde Geistermission. Jetzt müssen wir ganz kurz mal schauen, dass wir ein ordentliches Team hier hinschicken. Dann schicken wir das Hauptteam dahin. Ah, es könnte Nacht werden. Ich denke, es ist besser, wenn das Indonesien übernimmt. Warte mal, patrouilliere hier. Ne, es reicht. Es reicht. Es reicht knapp. Okay, gut. Oh, was ist denn das für ein Rookie? Aus die absolute Hölle. Du kriegst eine Pistole und hier eine Sanitasche. Das reicht für dich. So, da wir es mit Außerirdischen zu tun haben, Laser. Ich weiß nicht genau, was wir haben. Wir sollten eigentlich keine Mutone haben. Von dem her, wenn dem so wäre, wäre das schon mal gut. Du brauchst auch ein Lasergewehr. Oder warte mal. Du kannst relativ viel tragen. Nimm eine Minigun. Okay, das brauchen wir nicht. Sanitasche. Oder so ein Koffer, die sind ein bisschen schwerer. Du triffst auch sehr gut. Du bekommst so ein Ding. Plus ein Magazin. Dann nehmen wir noch eine Granate mit und vielleicht so ein Nobelon. Kann man immer mal brauchen. Du hast das, den Bewegungsscanner. Dragunov. Brauchen noch einen zweiten mit Minigun. Ich habe ganz gerne die, die zwischen 70 und 80 sind für eine Minigun. Die treffen gut genug. Und das sind aber nicht die besten Sniper. Okay, das passt. Raketenwerfer haben wir dabei. Du bist auch in Ordnung. Bitteschön. Ich habe der Einzige, der einen Flammenhandschuh hat. Die anderen zwei sind hier. Das passt. Philothea könnte noch Heilung mitnehmen. Oder so ein Ding. Keine Ahnung. Oder beides. Passt. Okay. Oh, das Raumschiff ist direkt neben uns. Verfolger. Das müsste machbar sein. Wir sehen nicht. Meine eine hat nur eine Laserwaffe hier. Ja. So viel zu, er hat nur eine Laserwaffe. Okay, sehen wir hier direkt. Eins. Da ist einer mit einem schweren Plasma. Der hat uns gekillt. Boah, das wird ätzend, die hier rauszukriegen. Da sehen wir welche. Da sehen wir noch mehr. Das wird richtig asozial. Okay. Der Schlimmste ist schon mal weg. Die Laser sind nicht so gefährlich.
Und die anderen mit Plasma sind in dem rechten Haus. Die sollten eigentlich keinen Schusswinkel haben. Okay. Philothea trifft eigentlich fast immer. Da draußen stehen ist keine gute Idee. Drop mal das Ding da. Ich will eigentlich den Sniper nach vorne bringen, aber irgendwie ist das gar nicht so einfach. Eins. Oh, du siehst die beiden. Aber der hat eine Pistole. Okay, es sieht so aus, als wären beides Pistolen. Die dürften eigentlich auf die Entfernung nichts treffen. Hoffe ich. Der wäre weg. Gucken wir, was sie tun. Okay. Da ging ein Snapshot los. Was sind viele? Aber sie haben gerade nicht wirklich viel getroffen. Du hast zwei Wunden kassiert. Haben wir hier. Das Problem ist so ein bisschen. Wir brauchen hier einen, der einen Snapshot macht. Wo sind die anderen drei? Eins. Fantastisch. Wie gesagt, Philothea trifft eigentlich immer. Aber der hat ein schweres Plasma. Der muss weg. Gut. Das wäre mal das. Aber da noch einen mit einer Plasma-Pistole. Auch der wäre weg. Ich bringe Tio mir lieber hier hin. Irgendeiner wird schon Reaction feiern können. So, als nächstes bringen wir dann die Miniguns raus. Und dann können wir anfangen, zumindest mal den Anfang des UFOs zu säubern. Hier hinten könnten noch Gegner sein, werden wir sehen. Ich keine Ahnung, was der da probiert, aber das wird nicht funktionieren. Er hat irgendwas in die Luft gejagt. Okay, da ist einer mit einem Plasma. Schweres Plasma. Okay. War leider nicht gut genug. Das
das war gut genug. 60 Damage ist halt ein bisschen mehr. Okay, dann. Unsere wundervolle Minigun. Kann da noch nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich von dir Reaction Fire haben möchte. Okay, das sollte eigentlich klappen, diese Runde. So, wer hat die Bewegungsscanner? Das ist nicht euer Ernst, oder? Okay, du hast einen. Der andere? Hast du? Okay, beide sind da vorne, die den Bewegungsscanner haben. Du hast Stun-Munition. Oder eine Stun-Waffe. Ich weiß nicht, ob draußen noch welche sind. Okay, gut, er hatte nur ein Lasergewehr. So, leg das mal weg. Und dann scannen wir. Bei 2, 3 und 7, 9. 2, 3, ja, es könnte hier einer sein. Okay, nee, das ist frei. Sieht gut aus. So, das bedeutet, du... kommst hier hinten hin. Du schnappst dir deine andere Waffe. Hier. Bei dir tauschen wir auch aus. Und du kommst auf die andere Seite. Ich vermute mal, der unterste Raum ist clear, sonst wären die wahrscheinlich schon rausgekommen. Okay. Sehen wir was. Ja, aber... so weit entfernt. Da steht einer. Mit einem kleinen Werfer. Da geht's nach oben. Da hinten könnte einer sein. Das ist halt das Problem bei den mehrstöckigen Raumschiffen. Man weiß nie genau, wo dann tatsächlich einer ist. Okay, da ist nichts. Ja, schwer zu sagen, was ein Gegner ist und was nicht. Auf jeden Fall gehen wir nächste Runde da richtig rein. Okay, schauen wir nochmal. Bei 3-9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weil der ist weiter oben. Der ist weiter oben.
Oder auch nicht. Der hat eine Toxigun. Okay, gut, es sind nicht mehr so viele anscheinend. Schauen wir, ob wir was haben. Bei 03 und bei 32. 1, 2, 3, da wäre einer. Ja, wahrscheinlich sind die weiter oben, aber wir werden sehen. Nichts. Da ist nichts. Ich vermute mal, hier geht's weiter hoch. Mal das. Und du ebenfalls hoch. Wenn er hier hinkommt, kann er eigentlich fast gar nichts mehr tun. Er kommt in den Nahkampf und das war's dann. Das heißt, wir müssen hier auch nicht so aufpassen. Es gibt nur einen weiteren Weg nach oben. Dich positioniere ich schon mal ein bisschen weiter hinten. Guck mal. 4-3 und 5-7. 4-3. 1, 2, 3, 4. Ungefähr da wäre einer. Wäre es Plasma. Jetzt war ein bisschen Glück mit dabei. Ich denke, wir lassen das eine Runde so sein. Okay, da panikt einer. Er ist eher auf der Seite. Siehst du noch jemanden? Bei 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, in diesem Raum. Ach, das ist der müsste clear sein. Was brauchst du? 29. Ist ein bisschen zu greedy. Okay. Bleib da stehen. Okay, wir sehen drei Stück. Gut zu wissen. Tja. Das ist, wenn man in den Nahkampf kommt.
Das ist, wenn man in den Nahkampf kommt. Okay, also, geh du mal eins weg. Gut. Du gehst auch mal weg. Ja, wir sehen den. Passt. Ein Toter? Boah, 600 Punkte. Drei Lebende. Ich hoffe, da war was Vernünftiges dabei. Ein Navigator. Nee. Zwei Navigatoren. Kein Leader, kein Ingenieur. Damn it. Okay, und natürlich muss ich wieder Zeug verkaufen. Das ist unglaublich. Naja, was will man tun? Gut, machen wir einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder, wenn ich das Zeug losgeworden bin. So, da sind wir wieder. Ja, RIP Mario Rani Khmer. War glücklicherweise jetzt nicht der beste Soldat. Und dann steht noch hier eine fremde Lebensform-Mission an. Die machen wir auch direkt. Diesmal das Team aus Antarktika. Die brauchen definitiv die brauchen XP. Ja, du kannst die Sanitasche nehmen. Es könnten Zombies sein. Laser ist eigentlich unnötig in einer fremden Lebensform-Mission, meiner Meinung nach. Du kannst auch ziemlich viel tragen. Wie wäre es, wenn wir dir eine Minigun geben? So. Du hast eine Minigun. Laser ist unnötig. Und so eine kleine Granate. Ah, jetzt kommen die Sniper. Du kannst das tragen. Oh, noch so ein Ding. Die Leute können was tragen gerade. Irgendwie hatten wir da nicht sonderlich viel ausgerüstet. Du hast gar keine Waffe. Tja, was geben wir dir denn? Warum hast du nur eine ballistische Weste? Irgendwas habe ich da verbockt. Dann nimmst du noch das da. Spielt keine Rolle. Irgendwas, was... Okay, du hast 80. So, Minigun, das Ding kann weg. Und dann kannst du von mir aus das noch als Backup haben. Und dann passt das. Und du bekommst, was weiß ich, ein normales Gewehr. Und einen Flammenhandschuh. Okay. Puh. Was haben wir? Ratten, okay. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay. Das war noch leichter als gedacht. Gut. Schon wieder eine Friedenlebensform-Mission. Ich denke mal... Ein sehr kleines. Achtung, das ist gefährlich. Das ist ein Bait.
Keine Ahnung, wo es hingeht. Ja, es hat unsere Basis ausgekundschaftet. Dammit. Also die wird wahrscheinlich wieder angegriffen werden und weggemacht. Okay. Dann. Schicken wir hier mal den Abfangjäger rein. Dass er die triggert, genau. Nummer Uno ist weg, es müssten drei Stück sein, glaube ich. Machen nicht schlecht Schaden. Aber sollte passen. Haben wir gerade unseren Abfangjäger verloren? Na, was soll's. Produzieren wir einfach einen weiteren Thunderstorm. Nicht genügend Arbeitsraum verfügbar. Okay, es war nur ein Abfangjäger. Da haben wir die Kybernetz-Batterie. Hochenergie-Kybernetz-Ausrüstung benötigt spezielle Batterien, die sich sehr exotischer Physik bedienen. Die Batterie enthält keine Energiequelle, stattdessen nutzt sie eine Art interdimensionalen Sog, um Energie aus einer anderen Ebene, womöglich einem anderen Universum, abzuziehen. Sie ist allerdings nicht unerschöpflich, da ihre Struktur unter Belastung zerfällt, was nur einen begrenzten Energietransfer zulässt, bevor sie ausbrennt. Ein Vorteil ist, dass die Batterie völlig unsichtbar für alle Arten von Energiedetektion ist, bevor sie aktiv ist. Das Gerät scheint experimentell, aber äußerst beeindruckend. Dieselbe Kybernetz-Batterie kann verschiedene Waffen und Ausrüstung betreiben, aber muss für eine bestimmte Vorrichtung kalibriert werden. Die Konfigurationen sind farbkodiert. Okay. Das dauert nicht lange. Auch das Hardrex-Gewehr mal, dann wissen wir, was das für ein Ding ist. Und Training abgeschlossen. Dann synthetische Synthese energetischen Blutplasmas. Dank unserer neuen medizinischen Entdeckung können wir energiereiche Blutbauteile mittels Ellerium 115 herstellen. Daher sind wir nicht mehr davon abhängig, sie aus Kreaturen zu extrahieren. Wobei wir haben mehr als genug Kreaturen dafür. Von dem her. Mach mal die Unterhaltung durch. Okay. Machen wir die fremde Lebensform-Mission. Müssen wir wieder die Leute ausrüsten. Das sollte eigentlich nicht so lange gehen. Solange wir zwei Miniguns am Start haben, sollte das alles kein Problem sein. Du kannst noch mehr tragen. Hier haben wir noch ein UAC-Gewehr. Noch ein UAC-Gewehr. Das passt eigentlich sehr gut. Ihr seid gut ausgerüstet. Okay, schauen wir, was wir haben. Ein bisschen schade, dass wir den Abfangjäger verloren haben. Wobei, den mussten wir so oder so früher oder später austauschen. Wahrscheinlich macht es eher... Wir haben Zombies, okay. Kurz gucken, ob noch irgendwo einer ist. Nein. Okay, du kannst zurück. Oh, warum triffst du nichts? Du siehst ihn gar nicht. Damn it. Das sind die Zeiteinheiten weg. Okay, es sind ganz schön viele. Wir sind mal wieder in irgendeine verdammte Zombie-Mission gestolpert. Okay, gehen wir weg. Schauen wir uns jetzt eher mal.
wie viele das sind. Du triffst wieder nichts. Es ist ein Graus. Okay, ich will kurz gucken, ob hier noch was ist. Okay, wir haben da einen und dann kommt die Masse da hinten. Shotguns haben wir, glaube ich, keine dabei. Dass das nicht für einen Kill ausreicht, ne? Wie viel will der denn noch aushalten, bitteschön? Okay. Das wäre mal das. Snapshot auf den da. Gut, der nächste. Wir haben keine weitere Schusslinie mehr. Ganz gerne einen von euch hier. Nichts. Alles ins Nirvana gerotzt. Wahnsinn. So. Ja, selbes, aber wieder alles ins Nirvana gerotzt. Ihr seid Helden, ey. Einmal mit Profis. Okay. Du könntest noch was tun, aber wir haben keine Zeiteinheiten mehr. Da hinten sind auch nochmal ganz, ganz viele. Es dürfte keiner an uns rankommen. Ich muss die Sniper irgendwie rausbringen. Weiß ich, Zombie-Missionen sind immer ultra viele. Ist nie ein. Oder. Ich glaube, wir hatten auch schon einzeln, aber es ist sehr selten. So, der Fette kommt. Gut, es kommen nicht alle auf einmal. Das ist das Wichtigste bei Zombies. Okay. Gut. Aha, da haben wir auch nochmal zwei. So, jetzt ist die Frage. Du kriegst den weg. Das ist erbärmlich. Okay, du hast überraschend gut getroffen. Nice. Den vorderen siehst du nicht. Auch von hier. Ihr halt mir eindeutig zu viel aus. Du. Utin. So kriegst du immerhin ein bisschen XP. Der wäre weg.
Da sehen wir... keine mehr. Also doch viel weiter hinten, aber das ist im Moment egal. Warum zur Hölle trefft ihr nie was? Ihr unfähigen Tölpel. Okay, gut, geht doch. So, Sniper sind draußen. Nice. Okay. Es kommt langsam voran. Snapshots treffen besser als die Aims. So, du kommst dahin. Das gibt's nicht. Okay. Ihr stellt euch mal hinten auf. Ich hoffe, ihr werdet nicht gebraucht. Habt ihr ist irgendeiner von euch eine Ersatzwaffe? Nee. Okay, wir brauchen hier Verstärkung. Die kommen jetzt nicht an uns ran, aber nächste Runde. Wobei ich denke, die beiden UAC-Gewehre... das sind. Ich denke, wir werden einen Raven bauen als Ersatz für den Abfangjäger, weil der Thunderstorm hat nur Raketen und die sind einfach zu teuer für viele. Das ist ein bisschen ein Overkill für viele Schiffe. Plus, da irgendwie geht relativ schnell der Sprit aus. Okay, die Mission gibt wenigstens ordentlich Punkte hier. So viel steht schon mal fest. So, weg da. Okay. Das war gut genug. Das war... okay. Gut. Die, die am bedrohlichsten sind, sind weg. Das ist Wahnsinn. Ist hier irgend... okay, das ist momentan keiner, der super gefährlich ist. Gehen wir auf den Dicken zuerst. Okay, gut. Eine weniger. Reichen Snaps? Kommt langsam, Otin. Es kommt langsam. Du brauchst nicht mehr ganz so viel. Machen wir ein paar Aims. Gut, ich glaube, wir haben es im Griff. Das Schlimmste sollte überstanden sein. Ich hoffe, wir haben genügend Munition. Es sind schon unglaublich viele. Ich muss gerade bei den UAC-Gewehren muss ich die Zeiteinheiten wegmachen. Ja, Mühe mit dem Pathfinding hier in der Gegend.
Okay. Lassen erstmal dich trainieren ein bisschen. Treffen wäre von Vorteil. Gut. Dass das nicht für einen Kill reicht. Schon ein bisschen traurig. Okay. Nochmal die Jungs hier. Den Dicken. Okay. Beide UAC-Gewehre sind durch. So. Utin. Snapshots. Der wäre weg. Braucht dann alles saumäßig viel Munition. Okay, du musst nichts machen. Ach, ich lass die kommen. Zeiteinheiten weg. Kannst hier mithelfen. Okay. Wenn die anderen kommen, können die Miniguns sie wegmachen. Es dürfte schon um die 50 sein. Gesamthaft, habe ich das Gefühl. Unglaubliche Masse an Zombies. Gleich mal gucken wegen Munition. Gut. Ah, weniger. Okay, der hat auch ein paar Schüsse abgekriegt. Ja, machen wir noch ein Auto. Grauenvoll. Okay. Den nur noch, der wäre auch weg. Gut. Nice. So. Okay. Der da. Den können wir auch nochmal probieren wegzumachen. Zeiteinheiten weg. Ich will keine Reaction Fires, wir müssen Munition sparen. Da ist der Kollege im Weg, okay.
Dann machen wir es eben von hier aus. Eine weitere tot. Du kannst auch noch schießen. Wundervoll. Wir haben nichts mehr auf der nördlichen Seite aktuell. Sie, man unterschätzt ihre Zeiteinheiten oftmals, also ich zumindest. So. Nee, das war leider nichts. Das war leider nichts. Okay. Gut, dann kannst du dich noch um den da kümmern. Na komm schon. Ja, paar Treffer. Das ist das Gute an dieser Art von Missionen. Die sind relativ gut zum Schussgenauigkeit trainieren. Von hinten die Zombies anzugreifen macht auch nicht wirklich viel Sinn, anscheinend. Er schießt ein ganzes Magazin aus nächster Nähe daneben. Fantastisch. Okay, es hat sich gelichtet. Viele sind es nicht mehr. Gut, Zeiteinheiten weg. Zeiteinheiten weg. Und das war's erstmal. Das Gute ist, in der Regel muss man die Zombies nicht großartig suchen. Sie kommen immer zu einem. Die anderen Gegner verstecken sich auch häufig einfach irgendwo auf der Map. Okay. Gut. Dann machen wir noch ein paar Snaps auf dich. Verklickt. Jetzt glücklicherweise. Oh. Ihr seid wieder aufgestanden, oder? Ihr seid auch sicher wieder aufgestanden. Hinten ist noch einer. Okay. Keine Schusslinie. Ja, und der Rest ist weit hinten. Gut. Immer noch keine Schusslinie. Du? Okay. Eine gute Sache. Oben ist noch einer.
der Sniper. Okay, das war auch nicht schlecht. Na komm, sind das die letzten beiden? Aha. Da hinten. Keine Ahnung, wer den sieht. Hä? Du. Na gut. Lass mal die Sau kommen. Da ganz hinten ist noch einer. Wo kommen die jetzt her? Okay, Sniper. Das war okay. Das war immer noch nicht das Ende der Mission. Ätzend. Okay. Wo denn noch? Es lebt irgendwas. Natürlich müssen wir ihn suchen. Okay, der ist ganz, ganz weit hinten. Na komm her. Nächste. Das war's immer noch nicht. Aha. Das ist nicht den, den wir gesucht haben. Warte mal. Mal ein bisschen Aim Train. Da ist er. 3. Na. Keine Munition mehr. Das war auch einer, der wieder aufgestanden ist. Tja. Oh. Leider nicht. Verklickt. Liegt es auch einfach daran, dass ich ein bisschen schnell spiele. Die Mission zu Ende haben. Okay. Ja, waren 50 Gegner. 500 Punkte. Kann sich sehen lassen. Und Utin hat plus 6 Schussgenauigkeit. Ganz ehrlich, wir verkaufen die einfach. Jetzt, wo wir das Plasma anderweitig gewinnen können, das dauert einfach zu lange. Macht nicht viel Sinn, das aufrechtzuerhalten. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hybriden-Lagervorrichtung. Vielleicht machen wir die beim nächsten Mal. Oder ich mache sie offscreen, ich weiß es nicht. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.